Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von OrgaTV. Mein Name ist Fabienne. Ja, und ich bin die Annika. Wir beide machen in diesem Semester Orga-TV. Da wir jedoch nicht alleine sind, sondern ein ganz großes Team sind, haben wir uns gedacht, stellen wir uns mal zwei von unseren Kollegen noch vor jetzt. Und zum einen ist es der Philipp, der kommt jetzt mal direkt zu uns. So, wie bereits gesagt, ist das der Philipp. Und erste Frage: Wie bist du überhaupt zu Orga-TV gekommen? Ja, ich habe mit einem Freund geredet, der das im letzten Sommersemester gemacht hat, und der hat gesagt, das wäre ganz interessant und würde Spaß machen. Und ja, hab ich auf der Seite geschaut von dem Lehrstuhl, wann man sich anmelden kann, habe mich rechtzeitig angemeldet und ja, bin jetzt dabei. Okay, und du bist ja jetzt heute unser Kameramann. Ja. Kannst du uns mal kurz sagen, was man als Kameramann machen muss und dann, was man generell bei OrgaTV mitnimmt und lernt? Ja, als Kameramann ist man dafür zuständig, dass die Kameraeinstellungen immer richtig sind, dass auch immer das richtige Bild gewählt wird. Und man muss vor allem auch darauf schauen, dass die Beleuchtung im Studio gut ist, dass alles richtig schön aussieht immer. Okay, und generell im Praktikum, was kann man da so lernen? Ja, also es ist sehr vielseitig und interessant. Es gibt die verschiedensten Aufgaben. Zum Beispiel haben wir draußen noch die Regie sitzen, die dafür verantwortlich ist, dass die Beiträge eingespielt werden, dass der Bildmodus immer gewechselt wird und auch für den ganzen Ablauf dann zuständig. Und dann gibt es ein News-Team, das auch gleich die News hier verlesen wird. Und letztendlich auch noch ja, viele verschiedene Leute, ich glaube, wir sind insgesamt 19 Leute, die dann immer in der Woche durch die Gegend laufen und die ganzen Beiträge dann aufnehmen und sammeln für die Sendungen. Und was mich noch interessieren würde, in welchem Semester bist du überhaupt und was studierst du? Ich bin jetzt im sechsten Semester und studiere BWL. Okay, und macht dir Spaß, das Studium an sich? Findest du es interessant? Würdest du es weiterempfehlen oder? Ja, also es gibt immer Bereiche, die einem nicht Spaß machen. Das ist ja, ich denke, in jedem Studiengang so. Bei uns ist es wohl eher der mathematische Bereich, der nicht Ja. so prägend ist. Wobei es da jetzt zwei Alternativen gibt. Ja, ist richtig. Das betrifft mich aber jetzt nicht mehr, weil ich mit Mathe eigentlich schon durch bin. Ah, Glückwunsch. Danke. Gut, und wo siehst du dich in 10 Jahren? Weißt du das schon? Schon konkrete Vorstellungen Ja, oder? konkret noch nicht genau, aber ich hoffe ja mal, dass ich bis dahin eine Arbeit gefunden habe und Ja. ein bisschen Geld verdienen werde. Also Master willst du nicht mehr machen. Erstmal nicht, aber ich denke, dass ich den noch nachmachen werde, ja. Okay, dann schon mal Dankeschön. Ja. Danke. Viel Spaß noch. Danke. Danke. Und dann kommen wir jetzt auch gleich schon zu unseren News und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu den News. Schlüsselkompetenz. Auch dieses Semester bietet der Lehrstuhl von Professor Dr. Scholz zwei Schlüsselkompetenzen an. Einmal Self-Assessment Center und Teamentwicklung. Anmeldung ab heute. Nähere Infos findet ihr auf der Homepage. Hochschul Campus Liga. Die Hochschul Campus Liga im Fußball startet am 8. Mai. Immer mittwochs ab 14:30 Uhr. Anmeldeschluss Freitag, der 3. Mai. Unifilm. Am kommenden Dienstag läuft im Audimax um 19 Uhr der Animationsfilm Ralf Reichts. Karten erhaltet ihr für 2,50 €. Seven Club. Die Uni Royal Spring Break Edition findet am Samstag im Seven statt. Studenten erhalten 50% auf alles. Saarländisches Staatstheater. Das Ballett Close Up feiert ihre Uraufführung am 26. April in der Alten Feuerwache in Saarbrücken. Beginn 19:30 Uhr. Karten erhaltet ihr im Vorverkauf, online oder telefonisch. Das war's von mir und zurück ins Studio. Nun kommen wir auch schon zu unserem ersten Beitrag. Dieser handelt von der Generation Z. Ich nehme mal an, dass dies nicht jedem ein Begriff ist, deswegen erkläre ich das jetzt ganz kurz. Also die Generation Z, das sind die aktuellen Abiturjahrgänge und also sprich Geburtsjahrgang 1994 und 1995. Und wir vom Orga-TV-Team, wir haben uns gefragt, was denn so die Zukunftspläne von den jetzigen Abiturienten sind, also ob sie direkt anfangen wollen zu studieren, oder ob sie eher eine Ausbildung in Erwägung ziehen oder vielleicht noch ins Ausland wollen. Und dazu gibt es jetzt einen kleinen Beitrag.
TV sind jetzt mitten in der Stadt und suchen uns welche von der Generation Z, um sie zu ihrem Berufsleben zu befragen. Wo siehst du dich in 10 Jahren beruflich? Also in 10 Jahren hoffe ich, dass ich mein Studium fürs Lehramt erfolgreich abgeschlossen habe und mit einem guten Abschluss und dass ich dann Lehrerin bin an der Schule. Ich würde gerne Geschichte auf Doktor und dann später promoviere darin. Das heißt, du wirst nach dem Abi noch studieren gehen? Ja. Hoffentlich fertig mit dem Studium und will ich Autos bauen. Was willst du studieren? Mechatronik. Ja. Ich hoffe, dass ich mein Jurastudium abschließe und eine gute Stelle als Anwältin bekomme. Was hältst du von sozialen Netzwerken und Informationsbeschaffung im Internet? Was meinst du, welche Auswirkungen könnte das auf dein berufliches Leben haben? Also ich denke, Internet kann schon sehr nützlich sein, auch für Schüler und auch für Lehrer, wenn man sich dort Informationen beschaffen kann. Aber solche sozialen Netzwerke wie Facebook finde ich einfach nicht sinnvoll, weil dieses ganze Chatten im Internet führt eigentlich nur dazu, dass sich Jugendliche mehr und mehr isolieren und dadurch die sozialen Kontakte außerhalb vernachlässigt werden. Und das finde ich halt nicht. Also ich glaube, man muss immer vorsichtig sein, was man postet, weil viele Leute halt leichten Zugang haben zu Sachen, die sie vielleicht am besten nicht wissen sollten. Ich denke, wenn man halt so viele Bilder von Partyleben oder so reinmacht, dann könnte es schon schwer werden, einen guten Beruf zu finden. Also weil die Chefs immer alles kontrollieren, ja, ne? Genau. Also ich denke, das Internet wird wohl immer mehr Einfluss auf uns nehmen und wir brauchen es auch ein Stück weit, aber ich denke, man muss es doch mit Vorsicht genießen. Welche Auswirkungen könnte es auf dein berufliches Leben haben? Ganz konkret momentan bin ich auf Praktikumssuche und suche hauptsächlich im Internet nach Stellen und Firmen und bewerbe mich auch online. Sie haben eine große Auswirkung, weil sie immer mehr ins Mittelpunkt der Jugend treten. Das heißt, die Jugend wird immer abhängiger davon, auch um soziale Kontakte zu erhalten. Und man muss halt diese Medien auch anfangen einzugliedern in generell Schulalltag und auch wahrscheinlich in den Studienalltag und versuchen darüber die Studenten weiter zu fördern. Viele sind ja der Meinung, dass uns diese sozialen Medien verlernen, ein Teamplayer zu sein, weil wir uns die Informationen auf eigene Faust beschaffen können und alleine handeln. Würdest du dieser These zustimmen oder die wohl eher ablehnen? Ich würde die eher ablehnen. Ja, ich würde da schon eher zustimmen. Ich merke das auch an mir selbst. Wenn ich die Möglichkeit habe, etwas im Internet nachzuschauen, würde ich es lieber dort nachschauen, wie dass ich meine Lehrerin nochmal frage oder meine Klassenkameraden. Nee, das denke ich nicht. Also Teamplayer kann man immer noch bleiben. Das hat, denke ich, mit den Medien überhaupt nichts zu tun. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay, danke dir. Ich glaube, dadurch, dass halt es Facebook und lauter anderen Plattformen gibt, dass es halt schwieriger macht, sozial zu sein, also mit dem Umgang mit Menschen, weil jetzt alles halt immer im Internet ist. Also ein bisschen Einzelgänger ist wohl das Risiko davon. Ja, jetzt haben wir eben in unserem ersten Beitrag gesehen, welche Zukunftspläne so einige Passanten in Saarbrücken haben oder wo sie sich in 10 Jahren sehen. Und wie ist das denn eigentlich bei dir, Annika? Also wo siehst du dich denn in 10 Jahren oder wie war das denn nach dem Abitur? Also wusstest du direkt, dass du BWL studieren willst oder ja? Ja, also ich habe mein Abitur in Betriebswirtschaftslehre gemacht. Von daher war auch klar gewesen, dass ich auf jeden Fall im Bereich BWL studiere. Mache ich jetzt auch, habe mich allerdings für Wirtschaftspädagogik und BWL beworben, bin aber nicht genommen worden, also für Wirtschaftspädagogik nicht. Habe jetzt aber trotzdem vor, im Master eventuell noch die Pädagogik dazu zu machen, dass ich dann später trotzdem ein Lehramt, dass ich trotzdem Lehrer werden kann. Mhm. Und in 10 Jahren sehe ich mich dann eigentlich als Lehrer. Okay, alles klar. So, und wie wir eben schon gesehen haben, ist ja die Generation Z auch sehr aktiv bei Facebook und dazu haben wir jetzt mal so eine kleine Bilderstrecke vorbereitet, wo wir einfach mal Bilder gemacht haben, die mit Instagram, das kennt ja, denke ich mal, jeder so bearbeitet haben. Thank you.
So, jetzt haben wir die ganzen schönen Bilder gesehen und da wollte ich mal fragen, was hältst du überhaupt von Instagram und Facebook? Bist du da selbst aktiv oder? Ja, also ich bin auch bei Facebook angemeldet, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie täglich neue Bilder poste oder so, weil ich denke halt auch, wie jetzt so Partybilder oder so, da sollte man eher vorsichtig sein, weil man ja auch nicht weiß, ob das vielleicht einem später mal im Berufsleben irgendwie schaden könnte oder was auch immer. Deswegen, ja. Aber so generell ist das schon, also du nutzt schon Facebook jeden Tag, kann man sagen. Ja, genau. Okay. Ja, wir von OrcaTV, wir haben ja auch eine Facebook-Seite. Da könnt ihr euch vielleicht mal umschauen. Da seht ihr immer, was so aktuell ist, was Neues, was in unseren Sendungen vorkommt. Und ja, könnt ihr liken und auch mal die Beiträge teilen, dass sie mal noch ein bisschen bekannter wird. So, und dann, um wieder zur Generation Z zurückzukommen, wie war das bei dir nach dem Abitur? Bist du direkt studieren gegangen oder hast du noch was anderes gemacht? Nee, also ich war nach dem Abitur, war ich noch ein Jahr im Ausland und danach habe ich dann begonnen, BWL zu studieren. Mhm. Und wie war das im Ausland? Also wo warst du da jetzt erstmal? Also ich war in Australien und Neuseeland war ich ein Jahr und ja, das war ganz toll. Und wie war das mit der Sprache gewesen? Bist du direkt klargekommen oder hattest du am Anfang Probleme mit der Verständigung? Nee, also Sprachbarrieren gab es jetzt eigentlich eher nicht, weil ich auch Englisch schon in der Schule und im Abitur hatte. Und ja, deswegen bin ich da eigentlich ganz gut mit klargekommen. Okay, und würdest du auch jedem weiterempfehlen? Ist eine Erfahrung genau, wert? Genau, ja. Okay, und wie war das, als du dann wieder zurückgekommen bist? Hast du angefangen zu studieren und hast du direkt eine Wohnung gefunden oder war das dann etwas schwierig? Nee, also zuerst habe ich noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt und ja, jetzt bin ich vor kurzem hier nach Saarbrücken gezogen. Das war eigentlich eher so durch Zufall, weil sich die WG von meiner Schwester aufgelöst hat und ja, jetzt habe ich quasi mit einer Freundin hier von der Uni, habe ich jetzt eine WG gegründet und das klappt eigentlich auch so ganz gut. Und würdest du sagen, es gefällt dir jetzt wirklich schon besser, allein zu wohnen oder war Hotel Mama doch eine gute Alternative gewesen? Also ich meine, klar, es hat schon so seine Vor- und Nachteile, wenn man jetzt alleine wohnt. Ich meine, man muss sich um alles selbst kümmern. Ich meine, bei Hotel Mama, da wird man halt verwöhnt, man wird bekocht und alles, das ist schon ganz angenehm. Ja. Aber jetzt so finde ich auch, alleine zu wohnen, finde ich mal ganz gut. Vor allem auch die Uni-Nähe ist bestimmt auch ein wichtiger Punkt gewesen. Genau, ich bin schneller an der Uni mit dem Auto, das stimmt. Genau darum geht es auch in unserem nächsten Beitrag. Der handelt nämlich von Studentenwohnungen in Saarbrücken. Da haben wir uns mal auf den Weg gemacht und drei verschiedene Wohnungen ausgetestet und haben euch da auch Bilder gemacht. Bekommt ihr mal einen Einblick und auch die Personen, die da drin wohnen, befragt, was sie so kosten. Und da wünscht euch jetzt viel Spaß dabei. Hallo, ich bin Janika. Da das Semester gerade begonnen hat und bestimmt noch viele Studenten auf der Suche nach einer Wohnung sind, zeigen wir euch heute mal ein paar verschiedene Wohnmöglichkeiten in Saarbrücken. Anfangen tun wir hier im Nauwieser Viertel in einer Vierer-Studenten-WG. Hallo. Hallo. Ich habe gehört, hier wohnt eine Vierer-Studenten-WG. Ja. Können wir uns vielleicht mal kurz umschauen und dir dann ein paar Fragen stellen, wenn das... Natürlich. Okay, super, dann kommt rein. So, da habt ihr eine schöne große Wohnung. Kannst du uns vielleicht mal ein paar Eckdaten nennen? Ja, die Wohnung hat knapp 90 Quadratmeter, 4 Zimmer, Küche, Bad, habt ihr ja eben gesehen. Liegt genau am Nauwieser Viertel, man ist in 5 Minuten in der Stadt, in den Kneipen, bei den Discos und durch die Bushaltestelle direkt vor der Haustür kommt man auch eigentlich alle 10 Minuten zur Uni. Okay, und was kostet ihr euch, wenn ich mal fragen darf? Das sind 750 Euro mit Strom, mit Nebenkosten, allem drum und dran. Und wie habt ihr die gefunden? Das war Zufall. Eine Freundin von uns hat über Facebook rausgefunden, dass die Wohnung frei ist. Die hatte die Vormieter gekannt. Sie hat uns dann kontaktiert und gefragt, ob wir Lust haben, mit ihr eine WG zu ziehen. Ja, dann haben wir halt zugesagt und jetzt wohnen wir seit 2,5 Jahren hier. Okay, dann danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir machen uns dann jetzt mal auf den Weg zur nächsten Wohnung. So, wir befinden uns gerade in der Einzimmerwohnung von Philipp. Hier dürfen wir uns auch mal ein bisschen umschauen und stellen ihm dann auch noch ein paar Fragen und dann führen uns doch mal rum. Ja, dann kommt mal mit.
hast ja eine schöne kleine Wohnung. Kannst du uns vielleicht mal ein paar Eckdaten nennen über Lage, Größe? Ja, also die Wohnung hat eine Größe von 34,5 Quadratmetern und ist in der Preußenstraße gelegen. Das ist ziemlich zentral zwischen Uni und St. Johanna Markt. Und wie sieht's preislich aus? Ich zahle 365 Euro warm, aber ich habe noch einen Tiefgaragenstellplatz dazu gebucht, der da natürlich da schon mit drin ist. Deswegen ist es relativ viel. Okay, und wie bist du auf die Wohnung aufmerksam geworden? Über eine Internetannonce und also die war von einem Makler geschalten und dann habe ich noch eine Besichtigung mit dem Makler gemacht. Okay, dann danke, dass du dir die Zeit genommen hast und wir machen uns jetzt mal auf den Weg zur nächsten Wohnung. Wir befinden uns jetzt gerade im Studentenwohnheim in Duttweiler im Guckelsberg und das ist der Simon und der wird uns jetzt mal seine Wohnung zeigen und dann noch ein paar Fragen beantworten. So, kannst du uns vielleicht mal ein paar Eckdaten zu der Wohnung nennen, wie groß sie ist und der Preis vielleicht noch? Also die Wohnung ist 17 Quadratmeter groß und ich habe die damals bekommen hier, weil mein Wohnheim D, wo ich halt vorher drin war, das wurde ja wegen baulichen Mängeln geschlossen und dann hat mich das Studentenwerk quasi hierher umgesiedelt. Okay, und was kostet sie? Ich habe noch den alten Preis für den alten Mietvertrag vom Wohnheim D, ich zahle noch 168 Euro, aber nur noch dieses Semester. Okay, dann danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, nächste Dank. Ja, wir haben dich ja jetzt eben schon im Beitrag gesehen, Annika. Wie war das denn jetzt eigentlich bei dir? Also bist du denn, als du hier angefangen hast, BWL zu studieren, direkt nach Saarbrücken gezogen oder hast du auch erstmal noch zu Hause gewohnt bei deinen Eltern? Wie war das denn? Nee, also direkt nicht. Ich bin nach einer gewissen Zeit bin ich schon ausgezogen, ich glaube nach einem Jahr oder so. Und habe dann die Wohnung über die Zeitung eben gefunden, eigentlich auch recht schnell, also hatte da gar keine Probleme. Ist das eine WG oder wohnst du alleine? Nee, ich wohne alleine und ja, gefällt mir auch eigentlich ganz gut. Ist eben, man muss sich um alles selbst kümmern, man muss seine Wäsche machen, man muss einkaufen gehen und selber kochen. Also ist schon mehr Zeitaufwand, aber trotzdem würde ich es immer wieder tun. Also ist auf jeden Fall, man lernt eben mal richtig selbstständig zu sein, auf eigenen Füßen zu stehen, was eben, wenn man zu Hause wohnt, nicht so ist. Also ich würde es jedem Studenten empfehlen. Ja. Okay, danke. Jetzt kommen wir auch schon zu unserem letzten Beitrag für heute. Wie ja wahrscheinlich jeder von euch schon mitbekommen hat, war gestern Bundespräsident Joachim Gauck hier bei uns im Saarland zu Besuch. Und er war ja nicht nur im Weltkulturerbe Völklinger Hütte, sondern er war ja auch hier bei uns an der Universität zu Besuch. Und darüber seht ihr jetzt mal einen kleinen Beitrag. Direkt zu Beginn des neuen Semesters stattet uns unser Bundespräsident einen Besuch ab, um mit Studenten, Schülern und Gästen über die Zukunft Europas zu diskutieren. Dies ist allerdings nicht der erste Punkt seiner Reise im Saarland, sondern bereits der letzte. Er startete heute Morgen mit dem Besuch bei der Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, die ihn begrüßte. Weiterhin folgte er dem Lauf der Saar nach Völklingen, wo er das Weltkulturerbe Völklinger Hütte besichtigte. Dann begegnete er Vertreterinnen und Vertretern von saarländischen Unternehmen in der Dillinger Hütte. Nun als letzter Punkt seiner Reise ein Besuch an der Universität des Saarlandes. Heute sind die Sicherheitsvorkehrungen auch an der Universität sehr hoch. Bereits einen Tag vor der Großveranstaltung wurde das Gebiet um die Aule herum weiträumig abgesperrt und gesichert, wie man am großen Polizeiaufgebot erkennen kann. Außer geladenen Gästen darf sich auch kein Auto mehr der Aula nähern. In der Innenstadt wurden ebenfalls Vorkehrungen getroffen, wie Passanten berichteten. Event befragen wir zwei Studenten an der Universität des Saarlandes, was sie denn zu dem heutigen Tag wissen. Mein Name ist Annika und wir haben hier zwei Studenten, die überhaupt nichts mit Politik, mit dem Thema Politik studieren, sondern wir haben hier größtenteils Geografen. Wir haben Jonathan, Alexander und Florian. Und wir wollen die drei ein bisschen zu unserem Bundespräsidenten befragen. Wisst ihr denn, wie der heißt? Joachim Gauck. Das ist richtig. Wisst ihr auch, wie alt er ist?
um die 70, glaube ich. Ganz genau, 1940er Jahrgang, das heißt, er ist heute 73 Jahre alt. Und wir haben noch eine letzte Frage, da wir eh an der Universität des Saarlandes sind, fragen wir nun mal, was hat denn unser Bundespräsident studiert? Weißt du das? Ja, ich glaube, das müsste Theologie gewesen sein. Richtig, unser Bundespräsident war nämlich mal Pastor. Vielen Dank. Wie ich eben ja schon bereits erwähnt habe, hat der Bundespräsident auch mit seiner Lebensgefährtin Daniela Schad auch unserer Uni einen kleinen Besuch abgestattet und wo er sich jetzt an einer Diskussionsrunde über die Zukunft in Europa beteiligt hat. Und jetzt seht ihr noch einen kleinen Beitrag darüber, wie denn seine Ankunft hier an der Uni war, wie er denn begrüßt wurde. Ja, viel Spaß dabei. Wie man sieht, das Auto ist leer, der Bundespräsident ist bereits in den Saal eingetreten. Mit dabei hat er seine Lebensgefährtin. Hier vor dem Saal gab es nur einen Demonstranten, er hat sich sehr leise im Hintergrund verhalten. Eine schöne Ankunft an der Universität des Saarlandes. Jetzt ist unser Bundespräsident im Saal. Wir haben von Außenstehenden ein paar interessante Informationen einholen können. Johannes Able, ein Mitorganisator von der Uni Saarbrücken, hat uns erzählt, was es heute Abend zu speisen gibt. Zum Beispiel gibt es sogar Minischwenker und Mini-Horische. Also eine saarländische Spezialität für unseren Präsidenten. Allerdings ganz interessant und sehr verwunderlich für uns Saarländer. Heute Abend wird kein Bier ausgeschenkt. Ja, wir möchten uns noch einmal zurückmelden. Die Podiumsdiskussion ist noch in vollem Gange mit Herrn Gauck. Bisher sind die Veranstalter sehr zufrieden. Alles hat super geklappt von der Sicherheit her. Man hatte zuerst Bedenken gehabt, dass die Veranstaltung eventuell ausfallen würde. Denn am Freitag ist in Schloss Bellevue ein Brief eingegangen, wo man zuerst vermutet hatte, dass sich dort eine Briefbombe befindet. Daraufhin sprengte man diesen Brief und hatte aber im Nachhinein Gott sei Dank gesehen, dass es mit dieser Briefbombe nichts auf sich hatte. Dementsprechend hoch sind halt heute auch hier die Sicherheitsbedenken. Und ja, aber bisher läuft alles super im Plan und wir erwarten Herrn Gauck ungefähr in einer Stunde hier zurück vor der Aula. Ja, bei uns ist jetzt Frau Meier zu Tittingendorf. Das ist die Sprecherin der Universität des Saarlandes. Und wir möchten ihr jetzt gerade noch ein paar Fragen zur Veranstaltung stellen. Frau Meier, wie hat Ihnen die Veranstaltung gefallen? Ja, es war sehr beeindruckend. Das haben ja Studenten von der Universität gesprochen, die deutsch-französische Studiengänge belegen. Es waren auch einige Schüler vom deutsch-französischen Gymnasium da. Und ich denke, sie haben dem Bundespräsidenten ein schönes Bild vermittelt, wie eben hier die Nähe zwischen Deutschland und Frankreich auch gelebt wird. Und hat Herr Gauck auch selber gesprochen? Hat er leider nicht. Er war ja heute schon den ganzen Tag im Saarland unterwegs und musste schon an anderen Stellen doch reden und auch Fragen stellen. Und ich denke, er hat es jetzt vielleicht eher genossen, auch mal zuhören zu können. Aber jetzt gleich am Empfang wird er natürlich auch schon mit den Gästen sich unterhalten. Und nun findet noch ein Buffet statt oder wie geht die Veranstaltung jetzt weiter? Genau, es wird jetzt noch eine halbe Stunde einen Stehempfang geben mit eben Getränken und ein bisschen was zu essen. Und danach wird der Bundespräsident und Frau Schad werden wieder abreisen und eben nach Berlin zurückfliegen. Okay, vielen Dank. Wir bedanken uns recht herzlich bei Ihnen. Ah, der tosende Applaus ist soeben zu uns durchgedrungen. Die Veranstaltung ist nun zu ihrem Ende gekommen. Die Gäste werden in wenigen Minuten hier aus der Aula der Universität des Saarlandes kommen. Leider jedoch werden wir von Herrn Gauck heute Abend kein Bild mehr bekommen, denn er lässt sich jetzt von saarländischen Spezialitäten verköstigen. Wir hoffen trotzdem, wir konnten Sie interessant über diesen Abend informieren und wünschen Ihnen einen schönen Mittwochabend. Mein Name ist Annika. Mein Name ist Saskia. So, es war jetzt ein sehr interessanter Beitrag und auch schön, dass so eine Person mal zu uns ins Saarland kommt. Jetzt kommen wir noch zu unserem nächsten Studiogast. Das ist unser Kollege, der Paul. Komm mal her, Paul. Der ist für die Regie heute zuständig und beantwortet uns auch noch ein paar Fragen. Hallo, Paul. Grüß dich.
Ja, dann erzähl uns doch erst einmal, wie bist du denn auf die Idee gekommen, bei OrgaTV mitzumachen? Ja, bei mir war das mehr oder weniger so eine spontane Entscheidung, weil ich bin ja schon so ziemlich am Ende meines Studiums. Für, wie viele Semester bist du? Für Bachelor, BWL, 8. Semester. Okay. Ja, kann auch länger dauern, ich weiß nicht. Ja, also ich habe nur sehr wenige Fächer noch zu belegen, hatte jetzt 3 Fächer dieses Semester und dann dachte ich mir, könnte ich ja noch ein Praktikum machen, habe mich bei Freunden ein bisschen umgehört, was ich dann machen könnte. Jeder, also fast jeder hat mir ein Multimedia-Praktikum bei OrgaTV angeboten, weil es sehr viel Spaß machen sollte, was es auch macht, so wie es ich gemerkt habe nach den ersten Beiträgen. Hast du denn schon irgendwelche Erfahrungen im Bereich Filme drehen oder Filme bearbeiten und schneiden? Ja, früher habe ich sehr viel mit der Kamera gearbeitet. Ich habe quasi meine ganze Jugendzeit auf Kamera festgehalten, mit Freunden ausgehen, Sport machen, Basketball spielen, was auch immer. Haben wir alles auf Film festgehalten und haben wir später angeguckt. Ja, aber das ist ja schon ein bisschen länger her. Okay. Deswegen macht es mir auch wieder Spaß, mit der Kamera zu arbeiten. Und wie uns ja der Philipp vorhin bereits erzählt hat, gibt es ja auch bei OrgaTV nicht nur die Moderation, sondern es gibt ja auch sehr viel, was hinter der Kamera so abläuft. Und kannst du uns vielleicht mal ganz kurz erklären, was denn, was man denn so in der Regie alles machen muss? Also was denn da, worauf musste man achten oder was denn wichtig? Also was im Hintergrund abläuft, ist auch natürlich ganz wichtig. Und es ist auch manchmal ein bisschen chaotisch, wenn Regieanweisungen gibt an die Kameramänner, Kamera A, B, C, da muss man alles koordinieren. Ja, ja, die Regie, Tonregie, Bildregie, ich kriege von allen Anweisungen, muss gucken, dass mit den 3 Kameras, wo wir hier stehen, dass alles glatt läuft, dass wir euch auch gut im Bild haben, jetzt wie auch mich gerade. Okay. Ja, also es ist schon ein bisschen stressig, aber es macht Spaß. Ja, ist schon zeitaufwendig, oder? Natürlich, ja. Aber wenn es ja Spaß macht, ist ja so besser. Ja, genau. Ja, und jetzt noch eine letzte Frage. Wir haben ja die Passanten auf der Straße immer wieder gefragt, wo sie sich denn jetzt in 10 Jahren sehen. Wo siehst du dich denn jetzt in 10 Jahren? Hartz IV, ganz klar. Interessante Einstellung hast du. Ja, schlaue Leute gehen ja nicht arbeiten. Ja. Ach so, okay, die haben ja die Millionen. Nein, also ich... ich bin mir da noch nicht sicher, aber ich denke mal, ich habe jetzt vor, nach meinem Bachelorabschluss nach Luxemburg zu gehen, bei einer Wirtschaftsprüfungsfirma zu arbeiten, entweder im Bereich Personal, Marketing oder Management. Dafür wollte ich aber noch ein externes Praktikum machen und das auch ins Studium einbringen, in den Sommerferien, in freier Zeit, was das ja bei uns heißt. Ja, mal schauen, wie sich das so entwickelt. Ich habe da Freunde, denen gefällt es, da zu arbeiten, der verdienst auch gut. Ich denke mal, wenn das alles klappt, sieht man mich in ein paar Jahren in Luxemburg. Alles klar, super. Vielen Dank, Paul, dass du dir jetzt noch die Zeit genommen hast für unsere Fragen. Bitte. Ja, so, jetzt. Jetzt habe ich alles verliebt. Ja. Nicht schlimm. So, jetzt sind wir auch schon am Ende unserer ersten Sendung von OrgaTV angelangt. Und nächste Woche sind wir nicht zu sehen, weil ja da der 1. Mai ist. Und ja, da seht ihr dann noch in 2 Wochen, seht ihr dazu noch einen Beitrag. Und wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr Lust habt, oder dann könnt ihr einfach wieder in 2 Wochen einschalten um 18.18 Uhr, wenn es wieder heißt OrgaTV. Und, ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns jetzt regelmäßig zuschaut. Werden auch noch viele interessante Beiträge folgen. Und, von der Asta-Party? Ja, von der Asta-Party unter anderem noch. Vielleicht machen wir auch mal ein Gewinnspiel. Und ja, deswegen, das wird doch ganz interessant, das Semester werden. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.